Dieses Mal gibt es einen richtigen Klassiker und den am Ende des Videos auch noch zu gewinnen. Sally Dips, Dips Sally, 46100192. Woher kennen Sie meine Telefonnummer? Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Es gibt jetzt mal einen richtigen Klassiker. Rain Man aus dem Jahr 1988 mit Tom Cruise und Dustin Hoffman. Und Tom Cruise spielt Charlie, ist so ein ziemlich egoistischer Karrieretyp. Und als er erfährt, dass sein Vater gestorben ist und ein Erbe hinterlassen hat, erfährt er eben auch, dass er einen Bruder hat. Der heißt Ray, gespielt von Dustin Hoffman. Der leidet an Autismus und ist auch in einem Heim für psychisch Kranke. Nur der große springende Punkt ist, dass Ray 3 Millionen Dollar vererben soll und Tom Cruise Figur Charlie eben gar nichts. Und so versucht er sich mit Ray anzufreunden, um vielleicht auch das Sorgerecht, also die Vormundschaft über ihn zu bekommen, um auch ans Geld zu kommen. Also ein ziemlich trickiger Plan. Ziemlich mies und sie machen auch eine Reise und plötzlich kommen sich die Brüder, die vorher voneinander gar nichts wussten, doch etwas näher. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier in einer kleinen Szene. Ray, ja. Wir sind auf einem Flughafen. Ja. Leute fliegen weg von Flughäfen. Was denkst du, was wir die ganze Zeit hier gemacht haben? Das ist sehr gefährlich. 1987 gab es bei 30 Fluglinien Flugzeugunfälle und bestimmt, ganz bestimmt gab es dabei 230 Tote. Dieses Flugzeug ist wirklich sicher. Ich muss unbedingt nach Los Angeles. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Komm jetzt. Ray, komm jetzt. Ich weiß nicht. Du weißt Nein, nicht? Ich weiß Ist es die nicht. Fluggesellschaft? Ja. Ist es die Fluggesellschaft? Okay, bestens. Wir können... Da ist eine Maschine von der American. American Airline Flug Nummer 625 abgestürzt, 27. April 1976. Wir müssen nicht die American nehmen, es gibt andere Flüge. Ja, nehmen eine andere Gesellschaft. Continental, wir nehmen die Continental. Ja, Continental abgestürzt, 15. November 1987. Flug 1713, 28 Tote. Das ist eine wichtige Sache, Ray. Ja, wichtige Sache. Siehst du, ich muss nach Los Angeles. Ist das klar? Also wirst du in ein Flugzeug steigen, verstehst du mich? Ja. Du wirst in ein Flugzeug einsteigen müssen. Flugzeug einsteigen müssen. Ja. Da gibt es noch eine Delta. Ja. Immerhin, sie startet jetzt zur Mitternacht. Ray, kennst du die? Was ist mit der Delta? Delta abgestürzt, 2. August 1985. Lockheed L-1011. Dallas. Schon gut, Ray. Alle Fluggesellschaften. 135 Passagiere. Alle Fluggesellschaften haben das ein oder andere Mal Abstürze. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht sicher wären. Qantas. Was? Qantas? Qantas hatte nie Abstürze. Qantas? Nie Abstürze. Aber das nie Abstürze. Wird mir ungeheuer nützlich sein, der Hinweis. Ja. Sieh mal, Qantas fliegt nicht nach Los Angeles von Cincinnati. Da müsste man erstmal nach Melbourne. Australien. Melbourne, Australien. Ja. Um dort ein Flugzeug zu bekommen nach Los Angeles? Ja. Hörst du mich? Canberra ist die Hauptstadt. 16,2 Millionen Gesamtbevölkerung. Große, saubere Badestrände. Du und ich werden jetzt in das verdammte Flugzeug einsteigen. Oh, nein. Ray? Ich weiß nicht. Komm jetzt schon. Wir werden das Flugzeug nicht nehmen. Er ist okay! Wir werden die Maschine nicht nehmen. Bitte, ich mache ja alles, was du willst, Ray. Also beruhige dich, Ray. Beruhige dich. Er war furchtbar aufgeregt. Wir wollten das Flugzeug nehmen. Wir werden jetzt nicht das Flugzeug nehmen, Ray. Wir werden nicht fliegen, okay? Nicht fliegen. Es ist immer wieder verrückt, einen Film zu sehen, der schon echt alt ist. Also 26 Jahre ist Rain Man jetzt alt und man sieht einfach, dass in den 80er Jahren Filme ganz anders erzählt worden sind und Geschichten so auf ganz andere Art und Weise dargestellt worden sind. Das ist auf der einen Seite total interessant und schön aber auch zu sehen, dass es heute noch funktioniert. Natürlich hat der Film gerade so in seiner Ausgangsposition schon so diese typischen Klischees. Total krasser Karrieretyp und mit Sicherheit passiert da doch noch irgendwie etwas. Und das Herz wird erwärmt. Natürlich geht es in die Richtung, weil dafür ist es auch einfach ein Hollywood-Wohlfühlfilm. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Geschichte. Dustin Hoffman macht es wirklich fantastisch. Und auch zu Recht hat dieser Film mehrere Oscars gewonnen, gerade auch in den Hauptkategorien. Er hat einfach eine total schöne Atmosphäre und man begleitet sie auch wie auf so einem Roadtrip, wie so ein Roadmovie, begleitet man die Figuren. Und da sieht man eben, was schön in den 80er Jahren ist, dass man sich da viel mehr Zeit für Figuren genommen hat. Man lernt die Leute einfach viel, viel besser kennen. Das gibt zwar Momente, da sind wir heute jetzt einfach anders gewohnt. Das macht man knackiger, das macht man ein bisschen lässiger, ein bisschen cooler, nicht alles immer so teilweise sehr aufgesetzt und klischeeüberladen, aber man hat sich die Zeit genommen. Der Film ist insgesamt wirklich sehr, sehr sehenswert. Es gibt die ein oder andere sehr, sehr bekannte Szene. Ich sage nur Zahnstocher, die auf den Boden fallen und der Autist es eben wahrnehmen kann, wie viele es sind binnen Sekunden. Das ist auf jeden Fall cool und ist auch eben einer der ersten Filme, die diesen Autismus, dieses Sein von Menschen, die eigentlich ja nicht krank sind, sondern aber einfach nur sehr, sehr beschränkt auf bestimmte Dinge reagieren und sonst schwer im sozialen Umgang sind, hat das mal so wirklich die Leute darauf aufmerksam gemacht. Das ist auch eben
Daumen hoch. Und ist ein Klassiker von MGM. Und die bringen ja jetzt mehrere Filme nochmal digital restauriert raus. So auch eben Rain Man. Und ich darf euch eine Blu-ray dazu eben verlosen. Und ein exklusives MGM-Buch, die feiernde Jubiläum dieses Jahr, könnt ihr gewinnen, wenn ihr zu Facebook kommt. So viel dazu. Jetzt wollt ihr noch wissen, was es von Punkten von meiner Seite aus gibt. Es gibt von mir 8 von 10 Punkte. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Film. Man muss aber eben sagen, der ist an einigen Stellen nicht 100% super gealtert. An anderen Stellen bleibt es doch irgendwie ein Klassiker. Für mich ein schöner Film, gerade was auch Tom Cruise und Dustin Hoffman betrifft. Denn Tom Cruise hat da noch nicht seine typische Tom Cruise-Haltung und seine typischen Positionen, wie er immer so steht zur Kamera und sich bewegt. Ist also noch ein bisschen frischer und deswegen gibt es von mir auch 8 von 10 Punkten. Lohnt sich, schaut gerne mal rein. Und wer Lust auf eine andere Couch-Classic hat, die 20 Jahre jünger ist als jetzt Rain Man, der checkt hier unten mal abgedreht. Und wer Lust auf eine Serie hat, True Detective, habe ich euch vorgestellt, gestern erst. Checkt es unten rechts und dann sehen wir uns gerne wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.